Hui, liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Majora's Mask. Wir schleichen uns an das Gras heran, mit der Fuchsmaske im Gesicht. Und zerfetzen die Grasbüsche, damit der komische Fuchs auftaucht. Ich hoffe, er tut dies. Komm, Keaton Fuchs, erscheine. Da ist er ja. Hihiho, hallo Junge. Mich zu nahen ist unmöglich. Dein Bestreben ist vergebens. Wir Keaton-Füchse erkennen uns am Glanz unserer schimmernden Schweife. Aber du scheinst ein gutes Kind zu sein. Lass mich dich prüfen. Beantworte dies, wählt eine der drei Antworten. Wie viele Mitglieder zählt die Indiegogos? Wir haben den dicken Trommler. Wir haben Mikau. Wir haben den Typen mit dem Keyboard. Und wir haben den Bassisten. Und Lulu. 5. Jawohl. Beantworte dies. Wähle eine deiner Antworten. Wie viele Kühe gibt es auf der Romani Ranch? Oh, habe ich das letzte Mal nicht schon falsch beantwortet? 3. Jawohl. Okay, 3 Kühe. Welche Waffe setzt Romani das Mädchen auf der Ranch während des Trainings ein? Bogen. Wie viele kleine Kuhfigürchen gibt es? Och, Kiddings. Wer soll denn sowas wissen? Puh. Ja, da muss ich jetzt raten. 10? Oh, Gott sei Dank, das war sogar richtig. Wie viele Ballons setzt Romani das Mädchen auf der Ranch während des Trainings ein? Also während des Trainings ein. Ja. Ich dachte, die man selber abschießen muss, aber tatsächlich nein. Das sind, ist der eine, auf den sie die ganze Zeit schießt. So, hätten wir das Herzteil nämlich auch. Dann geht es direkt weiter zur Rennbahn. Ich habe mich etwas informiert und weiß, nach welchem Hündchen wir Ausschau halten müssen. Es gibt wohl 2 Hunde, die ziemlich gute Erfolgschancen haben. Und der Rest ist einfach nur, ja, ich sag mal, Glückssache. Also das heißt, dass man mit 2 Hunden eigentlich gar nicht verlieren kann. Und, das sind die Hunde, die wir schon ausprobiert haben. Wir hatten anscheinend einfach nur unheimliches Pech. Und zwar sind das einmal, ist das einmal der Hund, der sagt, dass er für Frauen und Kinder zu sorgen hat. Das ist, glaube ich, der, den wir als erstes ausprobiert hatten. Und dann der Hund, der sagt, dass er, dass sich seine Pfoten so federleicht anfühlen. Das sind die Hunde, die auf jeden Fall gewinnen können und auch ziemlich gute Chancen haben zu gewinnen. Also versuchen wir es einfach nochmal. So, holen wir uns ein Hündchen. Glückssache, welches von denen das ist. Was sagst du? Nee. Was sagst du? Nope. 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 Was sagst du? Yep. Ist auch nicht der Richtige. Wird schon gut gehen. Irgendwie sagen die andere Sachen als im letzten Part, oder? Kann das sein? Nehmen wir den. Weiß und der hat diese, diesen Satz. Wir haben letztes Mal sehr oft weiße Hunde gewonnen. Oder zumindest helle. Weiß oder beige. Ja. So, wir wetten 50. Und beten für diesen Hund. Ich hoffe, er ist etwas angenehmer als die letzten. Warum bleibt er nicht einfach innen auf der Bahn, Mensch? Warum? Wo ist das Problem? Aber ich glaube, das wird nichts. Aber wir kriegen zumindest unseren Einsatz zurück. Nee, das war's nicht. Nee, 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 nee. So, zweiter Versuch. Komm mal her. Nope. Was hast du zu sagen? Nope.
Und du? Nope. Nein. Ja. Den nehmen wir. Ich hoffe, dass wir das bald mal hinkriegen, weil das wirklich sehr, sehr ermüdend ist, ständig hier das richtige Hündchen zu suchen und einfach abzuwarten. Besonders spannend ist es nicht. Wenn dieser Versuch nichts wirkt, mache ich es, glaube ich, offscreen. Oh, das Ding liegt aber ziemlich gut los. Mein lieber Scholli. Oh, wow, wow. Lass dich jetzt nicht wieder überholen. Sag, du sollst dich nicht überholen lassen. Fast. Nee. Also werde ich es offscreen machen, weil das ist wirklich sehr langweilig, auch für euch zum Ansehen. Das verplempert so viel Zeit. Und ist einfach nur unnötig. Das werde ich also dann offscreen machen, wie gesagt. Und, ja. Ich denke, das seht ihr mir auf jeden Fall nach, denn das ist wirklich nicht besonders aufregend. Wir werden jetzt einfach mal Folgendes tun. Wir stellen mal die Zeit vor. Ja, so. Damit es nämlich Nacht wird. Nach des ersten Tagesreisen, ja. So. Jetzt bleiben 60 Stunden, ja, okay. Jetzt warten wir uns einmal nach Unruhstadt. Obwohl, nein, wir warten uns zur Milchstraße. Und bezwingen einmal den komischen Vogel. Der wird uns dann 200 Rubine geben, die zahlen wir dann ein, damit wir unsere Taschen leer haben. Und dann gehen wir in den geheimen Schrein von Ikana, denn da bekommen wir 400 Rubine. Und cappen dann nicht unseren Rubinenbestand. Ich hoffe, ich kriege die mit meinen Pfeilen einigermaßen weg. Oh, das war der falsche Ausgang. Entschuldigung. Wo ist denn meine Häschenohrenmaske? Da. Ich hoffe, der Vogel klaut mir nicht mein Schwert, weil das wäre fatal. Das wäre wirklich fatal. Die Sachen, die er einem klaut, kann man, ich weiß nicht, ob ich es schon erklärt habe, ich glaube aber schon, kann man im Kuriositätenladen zurückkaufen. Allerdings für eine wirklich horrende Summe. Wo ist der Vogel? Oh mein Gott! Da war er. Zum Glück kommt er immer einigermaßen auf uns zurückgeflogen. Sniper-Training. Ach komm, der hat doch getroffen. Ja, der hält eine Menge aus, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Lass ihn mal gerade ein bisschen näher kommen. Tada! 200 Rubine. Die nehmen wir gerne. Ist hier vielleicht ein paar Pfeile drin oder so? Nein. Leider nicht. Okay. Ich brauche leider ein paar Pfeile, zumindest für den einen Augenboss. Da sind welche. 18 müsste eigentlich reichen, ja. Gut.
Dann warten wir uns nach Unruhestadt rein. Geht somit auf jeden Fall schneller. Und Unruhestadt. Jawohl. Wir gehen nach Westunruhestadt und zahlen unsere Rubine ein. 397. Ist eine stolze Summe. Kann man zumindest was mit anfangen, denke ich. Und danach warten wir uns in den Ikana Canyon. Peace und Frieden. Ja, nimm meine Kohle, komm schon. Drei, neun, sieben. Okay. Wir haben noch eine ganze Strecke vor unseren Rubinen, aber die werde ich auch offscreen farmen gehen. Wenn noch welche fehlen sollten, also es fehlen auf jeden Fall welche, aber die, die dann fehlen, hole ich dann offscreen nach, weil das geht so einfach besser. So, Ikana Canyon. Dort. Und ich muss die Karten immer noch kaufen. Ich denke aber auch, das werde ich offscreen machen. Denn das ist ja im Grunde nichts, was uns wirklich weiterbringt. Das ist einfach nur zu Komplettierungszwecken. Und so viel kosten die auch nicht. Aber das ist nichts, was spannend wäre mit anzusehen. Schwimm, 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 schwimm. Als Zora wäre sicher schneller gegangen, aber ich glaube, bis ich jetzt das Menü geöffnet habe, die Maske angelegt habe und so, bin ich sowieso schon fast da. So. Verdammt. So, da sind wir wieder. Wir waren ja schon mal hier, aber mittlerweile können wir auch alle Räume betreten, denke ich. Lülülü. So. Die Sonne scheint, alles ist schön. Wir gucken mal hin noch mal eben durchs Gras, ob irgendwas Schönes hier drin ist. Ah ja, noch ein paar Pfeile, das ist gut. Das trifft sich wirklich gut. Käfer. Rubine. Die Ekunnüsse braucht keine Sau. Nehmen sie trotzdem mit. Okay, gut. Den Text kennen wir schon, vier Räume und so weiter und so fort. Seelen besiegen. Und dafür gibt es dann eine Belohnung. Fangen wir mal am besten gleich hier vorne an. Müsste der, genau, der Echsenboss sein. Der Miniboss. Das sind übrigens alles vier Minibosse. Ich habe mich da nochmal schlau gemacht. Es sind immer die Dungeon-Bosse aus dem jeweiligen. Das sind sogar drei. So. Und erledigt. Die waren relativ simpel. Und dafür nehmen wir 100 Rubine entgegen. Das Schöne ist, das kann man wirklich in jedem Tagesablauf neu machen. Also, sobald man die Zeit zurückstellt, resettet sich auch das hier. Und es gibt dafür immer wieder 100 Rubine. Pro Boss. Was ich ziemlich schön finde. Weil es im Grunde viel Geld für einigermaßen wenig Aufwand ist. Zumindest für diesen Raum hier. Ich denke mal, dass der Augenboss mich wieder so ein bisschen hinhalten wird, aber... dauert einfach einen Moment. Guck mal, was hier drin ist. Ein Zauberer wahrscheinlich, ne? Sprungattacke hat ganz schön Schaden gemacht. Der ist nach einem Treffer schon in seiner zweiten Phase. Wo ist er? Da oben.
Was? Komm schon. Lass mich doch in Ruhe. Boah. Da ist er. Dafür gibt es nochmal Kohle. Ja, Zorob ist auch so ein Gegner, den ich überhaupt nicht mag. Dankeschön. So, jetzt brauche ich einmal die normalen Pfeile, denn für das Auge möchte ich ungern mit Lichtpfeilen arbeiten, denn wir können die Lichtpfeile noch gut gebrauchen beim, obwohl, was ist, wird denn der Miniboss sein vom Felsenturm? Das ist ja, nee, das ist ja der Garo-Meister, das ist ja gar nicht der Typ mit seinen Federmäusen, ne? Glaube ich. Der Federmaus-Typi war der vom Boss-Schlüssel, der Wächter. Und das hier sind ja die Dungeon-Item-Mini-Bosse, sag ich jetzt mal. Verdammt, dachte ich, könnte vielleicht schon einen Treffer landen, aber nö. Achtung, sah nicht so aus. Wegen Auge, versteht ihr? Ja, gut, ist egal. Ich hab doch Bomben, nicht wahr? Das macht sogar schon Schaden. Das ist ja witzig. Wenn er gerade zufälligerweise das Auge auf hat, macht das Schaden. Spannend. Ja, lass das Auge auf, lass es auf, lass es auf. Jawohl. Nee, das war nicht gut. Ja. Sehr gut. Boah, diese Blubbel hier, die gehen mir auf die Nerven. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Okay, hat gerade noch funktioniert. Wo ist die? Okay, da. Ich war gerade etwas orientierungslos. Aber hier ist die Kiste. So, ich hoffe, wir schaffen den letzten Boss. Geht er noch. Aber der, so schwer dürfte der Garo-Meister eigentlich nicht sein. Wir können da mal was ausprobieren. Vielleicht können wir da mit der Feenklinge mal arbeiten. Die wir haben. Mit unserem schicken Zweihänder. Kann man damit eigentlich Sprungattacken ausführen? Kann man. Sehr schön. Obwohl, ich glaube, ich muss abwehren, ne? Vom Buck. Okay, hier waren wir noch nicht. Ja. Genau, jetzt können wir hier nämlich auch rein. Sehr schön. Und friss. Und besiegt. Dieses Ding haut echt rein. Das ist wirklich ein unheimlich starkes Schwert. Autsch. Hat er komplett eine Textbox, bevor sie in die Luft sprengt. Aber nö, da war schneller als wir. Na, nicht an der Kiste vorbeilaufen. Und Geld. So, wir gehen zurück in den Hauptraum und da dürften wir dann ja eigentlich unser Herzteil in Empfang nehmen.
Hihihi, du bist wahrlich eine erstaunliche Person, Avanor. Es sieht so aus, als hättest du ihren Seelen den Frieden gebracht. Vielleicht werde auch ich selbst bald verschwinden. Nun denn, hihihi. Ist eine Kiste? Ja, eine Kiste. Ja, noch kleiner ging der Platz auch nicht, ne? Das sowieso nicht. Ich bin sowieso daneben, oder? Wo ist hier vorne? Da. Schön. Gut, liebe Leute, das war der Part für heute. Im nächsten Part geht es weiter mit Majora's Mask. Bis dahin und ciao.